Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie: Bevor ich diesen Jabbel kau, esse ich lieber Kabeljau. Ja, blöde Kategorie, aber irgendwie fiel mir gerade nichts Besseres ein. Denn wir machen in der Tat Kabeljau und zwar in Gemüsepäckchen. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Als erstes brauchen wir 4 Kabeljaufilets. Das sind etwa 800 Gramm, das heißt jedes so um die 200 Gramm. Und wir vermischen jetzt in einer Schüssel 80 Gramm Olivenöl, die habe ich hier schon reingemacht. 2 Esslöffel geriebene Zitronenschale. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr entsprechend gute Zitronen nehmt, also die eine essbare Schale haben. Einen halben Teelöffel Salz und etwas Pfeffer. Das Ganze ist unsere Marinade für den Fisch. Das vermische ich jetzt etwas miteinander und dann werden wir den Fisch damit quasi bestreichen und etwa 30 Minuten ziehen lassen. So, dann stelle ich das mal zur Seite und melde mich in 30 Minuten bei euch zurück. Bis gleich. Ich habe hier 200 Gramm gemischtes Gemüse. Das ist Zucchini und Kohlrabi und Karotten. Ihr könnt da natürlich auch entsprechend anderes nehmen. Das ist jetzt nur ein Serviervorschlag meinerseits. Das Ganze wird 5 Sekunden auf Stufe 4 zerkleinert. Wir füllen das ganze Gemüse wieder um. Zurück aus dem Topf. Als nächstes kommt unser Garkörbchen in den Kessel und wir gießen jetzt den Fisch über das Garkörbchen ab, dass die Marinade abtropfen kann in den Kessel. Sobald es weitestgehend abgetropft ist, nehmen wir das wieder raus. Die Marinade bleibt im Kessel. So. Zu dem Öl geben wir jetzt Petersilie. Das ist so ein halber Bund, so 10 Stängel etwa abgezupft und 50 Gramm Zitronensaft. Das Ganze wird jetzt 10 Sekunden Stufe 5 miteinander vermischt. Und dieses Zitronen-Petersilieöl, das füllen wir jetzt wieder zurück. Die Fischfilets, die legen wir jetzt auf Backpapier und zwar jeweils auf ein Stück Backpapier. Das Ganze wird dann mit dem Gemüse entsprechend gleichmäßig das Gemüse hier auf dem Fisch verteilt und zu kleinen Päckchen dann zusammengewickelt. Jeweils 2 Päckchen kommen in den Varoma und in den Einlegeboden. Ihr müsst übrigens keinen Kabeljau nehmen, ihr könnt auch Zander nehmen oder Heilbutt oder was weiß ich, jeden weißen Fisch, den ihr finden oder angeln könnt, den könnt ihr zu so einem Päckchen zusammenwickeln. Wichtig ist nochmal, dass die Naht hier, dass die oben ist und ihr diese Enden einfach nach unten klappt. Der Deckel oben drauf in unseren Topf, den brauchen wir jetzt gar nicht auszuwaschen, kommt nochmal der Gareinsatz rein. Da kommen 400 Gramm Kartoffeln hinein, die habe ich schon in Scheiben geschnitten und 500 Gramm Wasser. Dann setzen wir den Deckel wieder oben auf, nehmen den Messbecher ab, Varoma aufsetzen. Und garen tun wir das Ganze jetzt 25 Minuten in der Varoma Stufe 1. Bis gleich. Ich habe mir meinen Teller und mein Besteck schon bereitgestellt, denn unser Fisch ist fertig. Unser Gemüsepäckchen, Kabeljau, Filet. Und als erstes nehmen wir mal den gesamten Varoma hier runter.
Die Kartoffeln kommen hier erstmal auf den Teller und dann richte ich mir das schön an. Das riecht schon mal wirklich klasse. So, wir haben es ein wenig angerichtet. Ihr habt gesehen, ich habe einfach dieses Päckchen so ein bisschen aufgezogen. Dann habe ich hier von unserem Olivenöl, Zitronensaft, Petersilie-Gemisch ein wenig drauf geträufelt, ebenfalls auf die Kartoffeln. Jetzt muss ich aber natürlich erstmal gucken, ist der Fisch durch? Schmeckt das Ganze auch so, wie ich es mir vorstelle? Oder vielleicht sogar noch besser? Wer weiß. Man isst ja generell zu wenig Fisch, also ich zumindest. Und ich bin eigentlich ein großer Fischliebhaber. Und ich muss sagen, der Kabeljau ist wirklich butterzart. Da kann man echt nicht meckern. Und dann mit dieser Zitronensoße, Olivenöl, das Gemüse dazu, absolut, absolut fantastisch. Finde ich sehr, sehr lecker. Und das, und das mit relativ wenig Aufwand. Die Kartoffeln hätte ich vielleicht ein bisschen dicker schneiden sollen, weil die sind jetzt doch, wie man bei uns sagt, arisch durch. Aber trotzdem sehr, sehr lecker. Schönes Gericht für den Sommer, was Leichtes für zwischendurch. Kann man wahrscheinlich auch andere Beilagen dazu machen, vielleicht auch Reis, kann ich mir gut vorstellen. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Mir schmeckt's, euch hoffentlich auch. Sollte dem so sein und ihr das nachkochen, schreibt mir doch einfach mal runter in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich aufs nächste Mal, sage Tschüss, bis dahin und guten Appetit.